Ich habe ein Geständnis zu machen, ich bin ein fauler Sack, so bin ich auch bei meinen Kollegen bekannt und deswegen habe ich mir heute gedacht, statt 4 Folgen des 99 Pods zu machen, machen wir einfach eine und laden 4 Leute ein und genau das haben wir getan. Es sind nämlich die 99 Finals, deswegen sind hier viele Teams im Haus und ich habe mir die Ingame-Leader der jeweiligen Teilnehmer geschnappt. Ich fange links an, Skrunk von Expert, neben mir Kazuya von den Unicorns of Love, dann zu meiner Rechten Aika von Playing Ducks und ganz am Ende noch Dude von Alternate Attacks. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid alle Ingame-Leader eurer Teams, bis auf Aika. Aika ist kein Ingame-Leader, du warst es aber mal. Ich war mal in der ersten Season von den Playing Ducks, habe ich die unerfolgreichste Season, wo wir abgestiegen sind, da war ich Ingame-Leader. Aber ansonsten, ich bin der Team-Captain, ja. Genau, und dein Ingame-Leader ist so erkältet, dass er hier heute leider nicht sitzen kann. Deswegen haben wir einfach dich stattdessen einladen. Ja, der rüstet so viel, dass es einfach keinen Sinn macht, ja. Genau, der wäre als Experte hier zu hart. Wir wollen heute über das Ingame-Leading im Allgemeinen reden und als erste Frage, man hört immer wieder von Teams, die keinen Ingame-Leader finden und dann wird es hin und her geschoben, so ein bisschen wie ein schwarzer Peter. Seid ihr Ingame-Leader aus Leidenschaft oder weil es sonst kein anderer macht? Strunk, ich fange bei dir an. Also es hat angefangen als Leidenschaft, inzwischen ist es auch so, dass ich mal gerne mal wieder nicht Ingame leaden würde, einfach weil ich auch mal Spieler war einfach nur und das halt einfach ein entspannteres Leben ist, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus beiden. Ich habe auf jeden Fall meine Meinung und meine bestimmte Art und Weise, wie ich das Spiel spielen will, aber mal nicht ansagen zu müssen, ist auch eine sehr schöne Sache. Wie ist es bei dir, Kazuya? Ja, also bei mir ist es quasi andersrum. Auch in einem Team gewesen, wo es keinen Ingame-Leader gab und von damals ganz früher in 1.6 Matt Frager dann auf Ansager quasi gewechselt, zwanghaft, weil ich einfach am meisten Ahnung von dem Game hatte zu dem Zeitpunkt. Und ja, das hat sich so über die Jahre dann einfach weiter durchgezogen. Dich übergehe ich kurz, weil du bist gar kein Ingame-Leader. Oder warst du es in der ersten Season, in der ihr abgestiegen seid, aus Leidenschaft oder weil es kein anderer gemacht hat? Nee, da war es definitiv so, dass kein anderer gemacht hat. Ich war aber auch in der Vergangenheit schon Ingame-Leader von meinen Teams, aber es war immer und grundsätzlich immer die Situation, dass ich es nur gemacht habe, weil es kein anderer gemacht hat. Also in der Leidenschaft war das definitiv noch nie bei mir. Dude, wie ist es bei dir? Ja, ich kann mich auf jeden Fall Skrunk anschließen, bei mir war es auch so Leidenschaft direkt. Ich war immer Ansager, so von Anfang an, von der ersten Sekunde, habe es immer gemacht. Ich war noch nie was anderes, aber natürlich denkt man sich, wie du schon gesagt hast, man würde auch mal was anderes machen können, so, weil es ist sehr viel Zeitinput und so, aber an sich reine Leidenschaft. Ich habe nur eine kurze Bitte an die Regie, einmal den Ton im Studio ausmachen, damit wir uns nicht so hart selbst hören. Ich schmeiß eine Diskussionsfrage in die Runde und ihr könnt euch da jetzt gerne gegenseitig ergänzen. Was muss ein guter Ingame-Leader können? Ich denke erstmal, er muss zwischenmenschlich eine Leader-Persönlichkeit haben. Also er muss wissen, wie er seine Teammates, wie er mit den Teammates redet und generell halt. Er muss einfach einen guten Umgang mit seinem Teammates pflegen können, auch mal in Situationen, wo das nicht so leicht ist. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Qualität. Ich finde nicht unbedingt, dass jetzt die Leaderfähigkeit so extrem da sein muss, weil das kann man auch anders aufteilen. Also wir machen es, also ich bin der Team-Captain und ich gucke, dass das Team zusammenhält und dass das Gefüge funktioniert und dass wir halt einfach, keine Ahnung, ich tritt meine Jungs da einfach so ein bisschen, ne, und drücke sie zusammen, dass das alles läuft. Und so kann Lorenz sich wirklich voll und ganz auf seinen Ingame-Stuff konzentrieren und muss überhaupt nicht irgendwie jetzt auch so, wie du das schon gesagt hast, aber es ist die klassische Rolle, wie du es gemeint hast, ne, dass halt oftmals der Ingame-Leader halt auch der Team-Captain ist und bei uns ist es halt anders aufgeteilt und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich, glaube ich, auch für einen Ingame-Leader ganz angenehm, wenn er das mal aus dem Kopf hat, jetzt auch noch immer darauf achten zu müssen, jetzt seid mal wieder ruhig und jetzt lass mich mal ausreden und was weiß ich was, wenn da einfach ein anderer dafür zuständig ist. Also da gibt es schon Alternativen dazu durchaus. Ja, ich finde vor allem auch emotional muss man ausgeglichen sein. Also ich denke, es gibt oft Charaktere, die halt damit Probleme haben und wie Skrunk schon gesagt hat, du musst auf dem Level bleiben, du musst zwischenmenschlich auch gut das kommunizieren können und du musst halt trotzdem immer auch locker bleiben können einfach. So, wenn du, weiß ich nicht, immer auf 180 bist schnell oder, weiß ich nicht, übers Ziel hinausstößt, dann kann man auch schnell die falschen Calls machen und so. Und ich glaube, dass du das ganze Team auch ein bisschen damit affektierst, wenn du die klassische Team-Captain-Rolle auch im Team hast. Darüber hinaus ist natürlich auch sowas wie adaptiv denken und so weiter, das ist natürlich auch super wichtig, dass du in der Lage bist, auch wirklich die Sachen mitzudenken und vielleicht auch über das Ziel hinauszudenken. So, ich glaube, viele Fragger vor allem, die sollten es manchmal gar nicht haben, die sollten manchmal ein bisschen simple-minded sein, damit sie sich auf ihr Game konzentrieren können, aber als Ingame-Leader ist es halt eben gut, dass du über den Tellerrand hinausschauen kannst. So, das ist schon sehr wichtig, denke ich. Also ich denke mal, eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also wenn man das jetzt nicht aufsplittet, braucht man schon so eine Führungspersönlichkeit.
ich sag mal, mit jedem muss man auch ein bisschen anders reden. Mit manchen kann man ein bisschen härter umgehen. Manche sind da sehr emotional involviert, dass sie das halt zu ernst nehmen, wenn man zu harte Worte sagt. Das einfach persönlich sehen und nicht zum Beispiel als Verbesserung. Und ja, so muss man sich halt quasi auf das Zwischenmenschliche und auch gleichzeitig auf die Calls konzentrieren, was oft anstrengend ist. Und da muss man wirklich auch ruhig bleiben und auch konzentriert. Und das ist oft nicht so einfach. Und gerade wenn dann viel abgeht und ja, die Leute immer dazwischen reden oder einer wieder fragt, was muss ich jetzt machen oder so, dann kommt man auch schnell in so einen Tunnel und kann sich eigentlich nicht mehr wirklich auf die Aufgabe konzentrieren. Und ja, dementsprechend werden dann auch die Calls schlecht, wie du schon meinte. Ja, was ich noch denke, was wichtig ist, dass man eine bestimmte Work-Ethic haben muss. Also man muss halt dedicated genug sein, um das durchzuziehen. Wenn man einen Ingame-Leader macht, weil man ihn jetzt nicht machen will und dann einfach keine Zeit reinsteckt, dann naja, kriegt man nicht so viel raus. Man muss schon auch Dedication haben, meiner Meinung nach. Und ich denke auch, man braucht viel Geduld auch. Weil wenn man jetzt anfängt anzusagen und direkt denkt, okay, ich mache jetzt hier meine Calls und direkt auch von den Mails erwartet, dass es direkt funktioniert alles, dann wird auf langfristig nie so sein. Und man braucht einfach viel Geduld, um das auch mental und generell im Team gut handeln zu können. Ich würde da gerne auf zwei Sachen eingehen. Einmal von dir, Kasuya, und einmal von Skrunk. Und zwar einmal ist es mit der Kritikfähigkeit, auch die Kritik so rüberzubringen, dass sie halt angenommen wird. Und was man aber oftmals auch hat bei einem Ingame-Leader und was eine wichtige Eigenschaft bei einem Ingame-Leader ist, ist, dass er selbst auch kritikfähig ist. Weil ganz oft etabliert sich dann in einem Team, also ich sage jetzt nicht, dass es bei euch so ist, ne? Aber in Teams etabliert sich das ganz oft, dass der Erfahrenste oder der, wo er am meisten Ahnung vom Spiel hat und auch im Team so anerkannt ist, dann der Ingame-Leader ist. Und er und dem Ingame-Leader selbst steigt dann so eine Rolle auch mal relativ schnell so ein bisschen zu Kopf oder dann, ich habe immer recht, so dann diese Sache reinkommt. Ein richtig guter Ingame-Leader, der weiß auch ganz genau, dass er eben nicht immer recht hat und dass er auch von seinen Mitspielern, die auch weniger erfahren sind, dazulernen kann und so weiter. Das ist auf jeden Fall was ein richtig guter Ingame-Leader auch mitkönnen muss, meiner Meinung nach. Und das Zweite, worauf ich noch eingehen wollte, ist auch wieder das mit der vielen Zeit. Das funktioniert bestimmt, wenn du einen Ingame-Leader hast, der sehr viel Zeit reinstecken kann, der die Zeit auch hat und das auch möchte und die Motivation dazu hat. Aber in anderen Teams, ich meine, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Zuschauer von dem Podcast jetzt nicht alles Vollzeitspieler sind, wo unendlich viel Zeit reinstecken können, geht das auch wunderbar mit dieser Aufteilung, was wir hier auch wieder machen. Also bei uns ist nicht jetzt BMLN für die Taktik zuständig oder sowas. Ich mache so, also ich 50-60% von allen Taktiken, mache alle komplett ich und der Rest wird eigentlich aufgeteilt aufs Team. Das heißt, jeder muss mal irgendwie was machen und klar, dann ist die Qualität nicht immer die, wo jetzt unbedingt gefordert ist oder das passt mal was nicht hundertprozentig rein, aber das ist auch ein Arbeitsprozess, wo wir einfach, selbst wenn die Taktik von einem Spieler, gerade von unseren jungen Kids, relativ unerfahren sind, nicht so gut ist, ist es trotzdem für den Lernprozess, für den Spieler meiner Meinung nach sehr viel. Also es bringt ihm sehr viel, mal einfach eine Taktik zu machen, einfach mal Demos zu gucken, was rauszuschreiben, versuchen zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und das ist auch so ein bisschen ein Übungsding. Und dann kommt aber dann doch wieder eine Taktik raus, die total geil ist und super gut funktioniert. Also da kann man schon auch eine Aufteilung machen. Ja, das denke ich auch, aber es hängt halt auch viel davon ab, was für Leute man im Team hat. Also es gibt halt viele Leute, die auch einfach dazu nicht bereit sind und sich einfach nicht damit sehen, so solche Arbeit zu machen. Und ich meine nicht wirklich, dass man mega viel Zeit reinstecken muss, aber halt, dass man die Zeit, die man hat, schon auch in der Richtung nutzen muss. Weil es ist halt teilweise, um es gut deutsch zu sagen, Drecksarbeit, Demos zu schauen und so. Ich glaube, keiner von uns sitzt hier jeden Tag gerne und schaut sich mega lange hier Demos an. Das ist halt manchmal sehr, sehr anstrengend und das muss man halt mal teilweise machen, weil wenn man in seinem Team an einem Punkt gekommen ist, wo man gerade nicht weiterkommt, dann sollte man sich auf jeden Fall irgendwo Inspiration von außen holen und da muss man halt mal auch die Arbeit reinstecken. Ja, das finde ich auch. Vor allem diese Dedication ist halt auch sowas. Das ist halt doch ein Leidenschaftsprodukt. Deswegen finde ich halt eben, du solltest meistens nicht diese IGLs haben, die halt in diese Rolle reingeschoben werden. Klar, es kann sich auch krass entwickeln, so, aber in der Regel siehst du ja doch, dass die IGLs dann eben nicht so krass werden und die dann wieder den Job abgeben und so. Ich finde doch, dass es größtenteils ein... ich finde es einfach ein Leidenschaftsjob auch so und ich denke, es ist auch wichtig. Klar, Arbeitszahlung im Optimalfall ist top. Aber ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, leider sehr selten der Fall. So. Im Endeffekt bist du als IGL trotzdem der nochmal mindestens 50-60% mehr als der Rest des Teams an Zeit investiert. So. Das ist einfach Fakt und da muss man sich auch drauf einstellen. Und wenn du es halt eben nicht machst, dann wirst du den Job wahrscheinlich wieder los und wirst kein guter IGL. Also du musst schon eine gewisse Leidenschaft dafür haben, finde ich. Wie gesagt, im Optimalfall, wie bei euch vielleicht, Arbeitsteilung ist perfekt. Aber ich glaube, das ist
bei den wenigsten Teams der Fall. Das ist wirklich so. Ich glaube auch, dass das relativ schwer umzusetzen ist. Also wir haben vielleicht auch mit dem Line-Up auch ein bisschen Glück gehabt und die Leute sind sehr fügsam, sage ich jetzt mal, und hören auf das, was ich ihnen vordiktiere, wenn ich es mal böse ausdrücke. Aber ich glaube auch, dass... der immer recht hat? Nein. Nein. Ich sage bei fast jedem zweiten Ding, dass ich irgendwie falsch liege. Aber die Sache ist, ein Spieler, der quasi nie etwas tut oder nie eine Demo guckt, ob der dann aber auch... klar, es gibt Spieler, die machen das weniger oder denen liegt das nicht so gut oder es macht ihnen keinen Spaß. Aber trotzdem, es ist auch immer noch irgendwo eine Art Job, die man da macht. Ne? Vor allem, wenn man halt auch Geld dafür bekommt. Und dann gehört es auch dazu, mal was zu tun, was einem nicht gefällt. Also dass dieses Nie-Machen, das würde ich bei einem Spieler, der mit mir zusammenspielt, nicht akzeptieren. Also sag mal, zumindest pro Saison mal zwei Demos zu gucken, ist echt nicht zu viel verlangt. Oder so. Ja, da stimme ich auch zu. Also ja. Ich denke, jeder sollte irgendwas tun, um weiterzukommen. Ich meine, klar. Heutzutage ist ja so, dass eigentlich diese klassischen Rollen ist immer... Da finde ich nicht mehr so viable, weil jeder Spieler muss raffen, wie das Game funktioniert, jeder Spieler muss Game Sense entwickeln, jeder Spieler muss ein allgemeines Verständnis für die Meta haben und dementsprechend sollte auch jeder Spieler ein bisschen was tun. Ist natürlich immer, muss man schauen, jetzt bei uns Fulltime-Teams zum Beispiel, dann kann man halt schon viel reinstecken und dann kann man auch einfach erwarten von den Leuten, hier, du schaust jetzt mal die Demos, weil du kriegst dafür Vollzeitgehalt, dann kannst du auch mal die Zeit reinstecken. Aber natürlich, wenn man die Zeit nicht so hat, dann sollte man sich natürlich auch meiner Meinung nach, als Spieler, der jetzt nicht Ansager ist, einfach Gedanken machen, wie man sich denn verbessern kann, abseits von Deathmatch, abseits von Aim-Training. Und dann ist wahrscheinlich die erstbeste Lösung, Demos zu schauen oder auch vielleicht YouTube-Videos schauen von Leuten, die versuchen, ihr Wissen zu vermitteln oder sonst was. Jetzt mal, steckt ihr also alle ein bisschen mehr Arbeit rein als die meisten anderen. Was erwartet ihr denn im Gegenzug von euren Spielern, abgesehen jetzt von dem Demos schauen, was erwartet ihr von denen auf dem Server? Ich erwarte vor allem erstmal, also ich bin jetzt kein Ingame-Leader, aber ich mache sehr, sehr viele Taktiken bei uns. Ich erkläre dann auch immer die Taktiken. Es ist so, dass ich einfach davon ausgehe oder ich erwarte von den Jungs, dass sie da aufmerksam zuhören, das wirklich auch aufsaugen irgendwo am besten. Also ich mache meistens, wenn wir eine Taktik-Session machen, nicht eine, sondern halt mal 5, 6 Taktiken, wo man dann durchprobiert, ob welche wir jetzt behalten, welche dann wieder rausfliegen. Also ich mache da eher die Quantität statt die Qualität auf gut Glück sozusagen. Irgendwas wird schon funktionieren dann. Und dann sollen sie es auch mitschreiben und einfach Sorgfalt, irgendwo so eine Disziplin, Sorgfalt und auch die Lust darauf, auf eine Taktik-Session. Weil es ist auch was, zum einen die Lust, Taktiken zu machen, Demos zu gucken, aber andersrum ist es genauso, gerade die jungen Spieler, wo dann sagen, oh, müssen wir jetzt schon wieder eine Taktikbesprechung machen, dabei müssen sie nur zuhören, das ist alles, was zu tun ist. Und das erwarte ich dann schon, dass auch die Lust da ist und jemanden zu zeigen und zu sagen, das ist toll, dass du das jetzt gemacht hast, die Taktik für uns und dann halt auch den Respekt entsprechend entgegenbringen. Das sehe ich eigentlich sehr ähnlich, also wirklich wichtig, dass die Leute aufmerksam sind und auch die Taktiken, sage ich mal, einpflegen. Also der Ingame-Leader steckt hauptsächlich Zeit da rein, die Taktiken zu entwickeln und dann später zu verbessern. Und die Spieler müssen auch einfach die Taktiken drauf haben. Also das teilweise wie Vokabeltraining, Granaten, sonst was, das muss man einfach immer wieder refreshen. Man muss dahinter stehen und wenn man mal was nicht versteht, dann auch fragen, warum machen wir das so und nicht so. Also oft ist es auch gut, wenn man dann ein bisschen Input kriegt, auch wenn die Frage dann im ersten Moment vielleicht dumm klingt, ist man meistens trotzdem relativ einseitig, sage ich mal, mit seiner Sichtweise auf die taktischen Dinge. Und manchmal bringt einen einfach ein dummer Gedanke dann zu was Neuem, zu einer guten Lösung oder einfach zu einem neuen, ja, zu einer neuen Entwicklung. Und ja, da muss einfach jeder irgendwie mitwirken auf seine Weise. Also ich habe dann schon ein bisschen mehr die Geduld verloren. Inzwischen bei mir ist es schon so, dass ich halt, also wenn ich Taktiken mache, entweder schreibe ich sie selbst schon auf, jeden einzelnen Part für jeden Spieler schreibe ich schon selbst auf, damit wir haben es halt einfach ein Dokument, das kann sich jeder anschauen. Wenn man einen zweiten Monitor hat, kann man es aufmachen beim Spielen. Oder halt jetzt letzte Season haben wir es oft so gemacht, dass auch JDC einfach die Sachen aufgeschrieben hat, wenn ich sie gesagt habe, weil er sich dadurch die Sachen besser merken konnte, weil es gibt ja oft viele Leute, die einfach durch Aufschreiben sich Sachen besser merken können. Aber generell bin ich schon so, dass ich dann versuche, ihnen das Merken der Sachen zu vereinfachen, weil ich einfach... Ja, schon sehr, sehr frustrierende Erlebnis hatte mit fehlender Aufmerksamkeit. Du schneidest das Essen quasi schon auf dem Teller für die mehr oder weniger. Bei uns muss jeder seinen eigenen Zettel schreiben. Ich verlange das. Jeder muss einen Zettel schreiben. Wie siehst du das denn überhaupt, wenn ihr in euren jeweiligen Wohnungen... Die müssen mir per WhatsApp die Bilder von ihren Zetteln schicken. Alles klar, du hättest auch Lehrer werden können. Ich bin streng. Hausaufgabenkontrolle. Ja, ich kann auf jeden Fall zustimmen. Ich habe auch teilweise bei anderen Lineups wirklich Dokumente geschrieben, so dass ich wirklich jedem den Part komplett näher bringe. Vor allem, wenn man Spieler hat, die es nicht ganz so schnell raffen. Jetzt
Jetzt momentan habe ich das Glück, dass alle Spieler sehr hinterher sind. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, wie Kazuo eigentlich schon gesagt hat, dieses Hinterfragen nochmal, dass auch die Spieler sich wirklich so Gedanken machen in der Taktik, wenn man sie durchgeht und vielleicht in den ersten Prax spielt, dass sie schauen, was in deren Parts vielleicht besser gemacht werden kann. So, das verstehen die am besten. Klar, wir entwickeln die Taktik in der Theorie, aber die spielen die Taktik im Game und raffen vielleicht, ja, was kann ich hier anders machen? An meinem Laufweg ist irgendwas scheiße. Und ich finde, dass, wenn die sich da einbringen, das macht schon sehr viel aus. Und das, klar, man kann es nicht immer voraussetzen, aber das sollte bei jedem Spiel eigentlich drin sein. Ja, noch dazu fange ich jetzt auch schon im letzten Jahr an eigentlich auch immer dazu zu erklären, warum man die Taktik spielt. Warum ist gerade diese Taktik gut? Wann sollte man sie spielen und warum ist sie gut? Und dann halt generell auch einfach, um das Spielverständnis bei jedem Spieler zu entwickeln, weil im Endeffekt, sagen wir mal, man spielt einen Standardaufbau, das kennt ja jeder in CS, und ich bin nicht überall auf der Map und manchmal braucht man einfach dann, manchmal hilft es dann einfach, wenn jetzt zum Beispiel Chris K. sagen kann, ey, lass mal unseren Astralis B-Go spielen, so wie die meistens nach Teams benannt sind, denke ich mal. Bei uns genauso. Und halt dementsprechend versuche ich auch einfach zu erklären, warum und wann man die Taktik am besten spielt. Mhm. Das bringt uns zu was, zu einer Frage, die ich auf jeden Fall mir aufgeschrieben hatte. Von wem lasst ihr euch am liebsten inspirieren oder ein bisschen härter gesagt, von wem klaut ihr am meisten? Von Olli klaue ich sehr, sehr viel Granaten. Also ich habe hab schon einen Ordner auf meinem PC, der hieß einfach nur Euronics-Granaten gehabt, als er dort war. Ansonsten, man schaut alles, glaube ich. Also ich glaube, jeder schaut die Top-Teams. Astralis Liquid wird hier jeder schauen. Ansonsten, ich schaue mir immer gerne so Teams an. Zum Beispiel nehmen wir mal B-Pro vor 5 Monaten. B-Pro vor 5 Monaten, keiner würde hier sagen, boah, die waren sick, aber die haben 13-2 Stats auf Inferno gehabt. Dann habe ich mir angeschaut, warum waren die auf Inferno so krass? Und da konnte ich auch mega viel mitnehmen, weil ich schaue mir gerne Teams an, die irgendwo vom individuellen Skill her auf unserem Niveau sind und gucke halt, warum die auf manchen Maps besser sind als wir und versuche da Sachen einzubringen. Weil zum Beispiel bei Astralis, die spielen Sachen teilweise super simpel, aber die machen auch einfach die Gesichter, die wir vielleicht nicht machen. Mhm. Und da ist die Kommunikation halt besser, die wir vielleicht nicht haben. Und dementsprechend versuche ich halt, mich von Leuten inspirieren zu lassen, die ungefähr auf demselben Skill-Level sind wie wir. Ja, also sehe ich auch ähnlich. Also klar, von den Top-Teams guckt man sowieso, die haben ein paar coole Moves und so ein paar gute Granaten. Ich meine, auch von Big hat man sicherlich das ein oder andere sich mal angeguckt, weil die gerade mit Granaten ja ziemlich gut gearbeitet haben. Aber sonst finde ich es auch wichtig, dass man sich Teams anguckt, die einfach rausstechen aus ihrer Skill-Division quasi. Mhm. Und das sind halt hauptsächlich wirklich so Teams in unserer Range, sage ich mal eher in den Top 50, wo man dann sieht, ey, die sind auf dem Papier total schlecht. Vor ein paar Monaten waren die auch noch super schlecht. Wie kann es sein, dass sie jetzt das und das Team, die eigentlich viel besser wirken, so hoch geschlagen haben? Und da sieht man dann oft wirklich, dass die Leute halt irgendwas Neues sich entwickelt haben, ein paar neue gute Granaten, wo einfach ja, die Meta noch nicht so durchgespielt ist und die Teams nicht so drauf klarkommen. Und da kann man sich vielleicht eher inspirieren lassen als an den Top-Teams, weil die Top-Team-Meta, sag ich mal, die färbt sowieso auf alle Teams ab. Und das ist, spielt alle Teams irgendwo gleich dann. Mhm. Also was ich immer gerne gucke, und das passt jetzt auch so ein bisschen ins Bild hier, also wir sind hier auf den Finals der absolute Underdog und ich gucke mir immer gerne diese Upset-Teams an, also quasi jetzt vom jetzigen Major, Avangard, was auf dem Papier ja absolut nicht dahin gehört, wo es eigentlich dann gespielt hat. Ne? Mhm. Na klar, die haben krass gespielt, natürlich Glückwunsch und so weiter, aber oder Quantum Bellator Fire zum Beispiel davon, so, lauter Teams, die es schaffen, wieder und wieder auf so einem Event gegen bessere Teams zu gewinnen. Und was alle machen die? Auf und die spielen, ja, alle Russen-Teams auf dem Major sozusagen. Aber im Endeffekt spielen die immer so eine Off-Meta. Und zwar spielen die aber eine Off-Meta auf eine Art und Weise, die halt sich so extrem beißt mit dem, was die Top-Teams im Prag und in ihrem Alltag und in allen Turnieren immer wieder zu Gesicht bekommen. Das ist nicht mal besser, was diese Teams spielen. Es ist einfach so anders, dass sie es nicht gewohnt sind. Und dann spielen die auf einem komplett ungewohnten Verhältnis das versuche ich auch irgendwo anzusetzen, dass wenn wir mit Playing Ducks quasi spielen, dass wir unserem Gegner einen Spielstil präsentieren, den sie nicht immer gewohnt sind. Wir spielen ganz oft schneller als andere Teams zum Beispiel. Bei uns ist viel mit Rushes, viel mit schnellen Fakes und so weiter. Was eher ungewohnt ist, weil ja viel Standard gespielt wird, gerade in der deutschen Szene auch und so. Und das ist so mein Ansatz und entsprechend suche ich mir auch die Teams so ein bisschen raus. Ja, ich schließe mich euch auf jeden Fall vor allem an, klar, wie auch. Man guckt sich allen möglichen Teams an. Man guckt sich Top-Teams an, jeder guckt sich Top-Teams an, guckt sich irgendwas ab. Aber wie ihr schon gesagt habt, man orientiert sich an Teams, die vielleicht auf demselben Niveau spielen auch vor allem. Und vor allem noch, wenn man so ein bisschen spezielleren Spielstil hat, an Teams, die halt ähnlich spielen auch so. Klar, man sollte jeden Spielstil einigermaßen beherrschen, aber trotzdem gibt es ja so Teams, wo man sich ein bisschen mehr identifizieren kann. Und da guckt man sich dann eher nochmal Sachen ab.
Und vor allem deutsche Szene fällt mir auf, so guckt man sich an Granaten ab, wie schon gesagt, dass hier Kazuya viele Granaten, von dir habe ich viele Granaten, so, die werden immer überliefert irgendwie, vom Big auch mega viele, so kommt man sich von, also wenn vor allem Deutsche einfach sehr viel, sehr, sehr genau sind bei ihren Granaten und da kann man sich immer sehr viel abgucken. Jetzt würde mein Laienauge sagen, dass ihr zum Beispiel beide als Teams deutlich aggressiver spielt als ihr beide als Teams. Würdet ihr das so unterschreiben oder liege ich da komplett falsch? Ich glaube, bei Playing Lux liegst du richtig, aber ich glaube, Unicorn spielt noch ein bisschen kontrollierter als wir. Also ich glaube, wir sind da noch wilder unterwegs. Okay. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt unterschreiben. Also generell, so in der Vergangenheit, wenn man jetzt mehrere Teams sieht, dann schon. Mhm. Also dann spielen wir schon sehr taktisch. Also ich würde es jetzt fast die GOP-Schule nennen, auch wenn ich mit Fatih nie gespielt habe. Mhm. Aber wirklich sehr taktisch und, sage ich mal, ein gewisser Perfektionismus steht im Vordergrund. Mhm. Aber im aktuellen Team hat sich das schon ziemlich losgelöst, einfach weil das einfach von den Spielcharakteren auch einfach nicht so gepasst hat. Mhm. Sondern einfach so ein bisschen mehr Freestyle oder ein bisschen mehr Freiheiten und doch mal mehr auf Gesicht gehen und hier mal ein Push und da mal ein Push. Hat sich einfach ja, gezeigt, dass das den Leuten besser liegt und deswegen entwickelt sich das Spiel so. Also es hat sich auch schon vorher, hatten wir bei Euronics das internationale Team, da hat sich das auch schon, sag ich mal so, etabliert, weil außerhalb von Deutschland die Teams allgemein einfach viel mehr auf Gesicht spielen. Mhm. Deutlich weniger in Taktik reinstecken. Ich meine, es gibt Ausnahmeteams, so wie Astralis zum Beispiel, die auch sehr kontrolliert spielen. Aber allgemein wird einfach ganz anders das Spiel angegangen und das hat so ein bisschen abgefärbt. Mhm. Ich finde vor allem, dass es sehr wichtig ist, so sich danach zu orientieren, was man für ein Team ist, vom Stellenwert her ist. Mhm. Ja, auch zum Beispiel Playing Dux macht es eigentlich genau richtig, dass sie halt eben schneller spielen, weil sie halt vielleicht nicht so erfahrene Spieler in eigenen Reihen haben, die vielleicht nicht ganz so viel Freiraum haben sollten. So, wenn man uns zum Beispiel anguckt oder mein Team anguckt, als wir noch bei Panthers waren, da haben wir auch viel, wisst ihr auch, haben wir auch viel schneller gespielt. Einfach weil ich wusste, unsere einzelnen Spieler im Team, die könnten individuell nicht wirklich mithalten mit den besseren Teams. Und den willst du halt eigentlich nicht so viel Gedanken Freiraum geben. Die sind besser damit, oder für die ist es einfacher, wenn du einen schnellen Spielstil hast, der vielleicht so eine Teams überraschen kann. Und ich glaube, dass das der richtige Weg auf jeden Fall ist. Und jetzt, wo ich zum Beispiel bei Ethics bin, haben wir uns darauf eingestellt, viel langsamer zu spielen, weil wir halt eben bessere Spieler in den Reihen haben vielleicht oder uns es auch einfach besser liegt. Und ich denke, dass es immer so ein bisschen Kontextsache auch ist vor allem. Ich denke auch, Dustin hat einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade diese Erfahrenheit. Ich denke, als Ingame-Leader, wenn man jetzt ein neues Team hat, muss man quasi fast schon immer am Anfang die Entscheidung treffen, wie arbeite ich. Man kann nämlich immer sagen, okay, man arbeitet langfristig und versucht den Leuten dieses individuelle Verstehen des Spiels einzuprügeln. Ist schwierig in der deutschen Szene. Da braucht man sehr viel Geduld und das ist sehr schwierig. Oder man spielt halt mehr Set-Strats, schneller, kompakter, weil jeder basically weiß, wie man Gesicht gibt. So, ja. Und da liegt halt kompakter und schneller spielen auf jeden Fall mehr, als wenn man die ganze Zeit die Runde langsam laufen lässt und jeder guckt so für sich, was geht und dann halt die bestmögliche Entscheidung versucht zu treffen. Da kann halt schon, bis man überhaupt zu dem Punkt kommt, dass man eine Entscheidung treffen will, kann schon so viel schief gehen. Und dementsprechend denke ich, dass viele deutsche Teams generell, wenn sie sich gründen, erstmal so sehr, sehr kompakt das CS spielen. Also ich sehe es wenig bei Teams, dass die wirklich dann ganz stolz ihren Default runterspielen und dann immer wieder Mid-Rounds-Calls machen. Sondern man sieht viel Explosionen, viele Rushers sind gerade im deutschen CS. Aber ich glaube, man muss auch einen Unterschied machen bei deiner Frage oder bei deiner Anspielung mit, wir sind ein bisschen aggressiver als die anderen zwei Teams und sowas. Ich glaube, aggressiv ist fast der falsche Ausdruck. Ich glaube, das, was der Zuschauer sieht, ist das schnellere Spiel und nicht unbedingt das aggressivere. Mhm, okay. Weil wenn du kompakt mit Set-Stress und alles mögliche, was wir ja viel machen, dann ist das eigentlich nicht aggressiv auf den individuellen Spieler, sondern da geht dann halt der ganze Pulk irgendwo hin und spielt eine Taktik. Ich glaube, man kann auch sehr langsames CS sehr aggressiv spielen, also dann die Duelle dann sehr aggressiv nehmen und alles. Also da, man kann langsam und schnell beides aggressiv machen im Endeffekt. Mhm. Das ist eine wichtige Unterscheidung, würde ich sagen, wahrscheinlich. Jetzt interessiert mich, ich habe ganz viele Leute auch schon in privaten Gesprächen oder hier euch im Podcast gefragt, hat man ein System, was man durchzieht und dann passt man die Spieler drauf an oder guckt man sich seine Spieler an und passt dann das System drauf an? Fast alle Leute haben gesagt, ich gucke mir meine Spieler an und dann passe ich das System drauf an. Könnt ihr den Prozess so ein bisschen mal beschreiben, mal so ein bisschen durchgehen? Wie gucke ich mir die Spiele an, wie evaluiere ich die, wie kriege ich deren Fähigkeiten raus und wie bastle ich mein System dann nach dem Talent, was ich vorhanden habe? Wenn ich da mal kurz anfangen dürfte, weil ich glaube, wir haben da als Nicht-Vollzeit-Team dann doch das Schwerste los, sage ich jetzt mal. Bei uns ist es so, wir haben gar nicht die Möglichkeit oder auch nicht die individuellen Spieler dafür und auch
auch jetzt ich als Team-Captain oder BMLN als Ingame-Leader, das kannst du alles nicht vergleichen mit Leuten, wie ich jetzt hier zusammensitze. Die sind alle zusammen erfahrener. Ich bin zwar älter, aber trotzdem sind sie erfahrener, haben schon mehr League-Seasons gespielt und alles mögliche, auch schon in höheren Ligen gespielt. Ich bin jetzt das erste Mal seit 10 Jahren auf nationalen Offline-Finals und so weiter. Ne? Und bei uns ist es so, wir brauchen einfach 3, 4, 5 Seasons hintereinander, damit wir zueinander finden, damit wir mal ein System richtig zu laufen bekommen. Ansonsten hättest du wieder das Gleiche, wie es in der deutschen Szene üblich ist, dass sich 1, 2 Spieler irgendwo rauskristallisieren, dann irgendwo anders spielen, dann wieder hin und her und so weiter. Und das ist aber bei uns momentan gar nicht der Fall, dass irgendein Spieler sich herauskristallisiert oder sowas, oder dass einer heraussticht jetzt von den Stats oder weiß der Geier was. Das gibt es gar nicht. Und genauso ist es auch das Taktische, das Zusammenspiel, der Spielstil und alles Mögliche. Das hat sich jetzt auch schon gewandelt in den 3 Seasons, wo wir zusammenspielen. Und wir finden langsam so diese Strecke und den Groove, der uns liegt, und entwickeln uns da gemeinsam. Aber das wird bei uns wahrscheinlich ganz anders sein als jetzt bei den 3 Kollegen. Also ich hätte auch gesagt, dass es eher so ein Entwicklungsprozess ist. Also ich sag mal, mit einer gewissen Weise geht man an das Spiel erstmal ran. Also wie man meistens der Ingame-Leader entscheidet dann, wie man spielt, ob jetzt langsamer, schneller, taktischer oder mehr los. Und dann da muss man einfach dann offen sein, sag ich mal, zu erkennen auch, wie die Spieler ticken und wie viel sie, sag ich mal, raffen, um es hart auszudrücken, weil es gibt viele Spieler, die geben zum Beispiel extrem gute Gesichter, aber sind im Decision-Making zum Beispiel oft nicht so gut, wenn es jetzt nicht von den Top-Teams zum Beispiel ist. Und dann macht es mehr Sinn, zum Beispiel diese Spieler, wie jetzt vielleicht bei Playing Ducks das auch von bevorteilt, weil die nicht so erfahren sind teilweise, dass man einfach schneller spielt, als Team allgemein einfach schneller. Weil desto weniger Zeit man sozusagen in der Runde verplempert und desto weniger Raum die Leute haben, desto weniger können sie halt sozusagen auch falsch denken und das Falsche machen. So, aber in manchen Teams gibt es das aber auch, wo man dann sehr langsam spielt, aber der Ingame-Leader sehr viel Micromanaging macht und dann sozusagen damit die Fehler ausmerzt im Default. So, aber sonst ist das wirklich so ein Findungsprozess. Oft hat man das auch, dass die Leute sich selber ganz in die falschen Rollen einsetzen. Also jemand, der Entry-Fragger sein will, aber gleichzeitig eigentlich gar nicht diesen Drang hat, vorzugehen, sondern sich fast schon zurückfallen lässt. Oder jemand, der eigentlich lurken soll und das Schlusslicht bildet, der aber immer als erster sterben geht und solche Sachen. Also das muss sich so ein bisschen finden, da muss jeder so ein bisschen offen sein, und auch als Ingame-Leader ist es wichtig, dass man ja sich so darauf einstellt, was die Leute können und was die Leute machen sollten. Also ich muss sagen, ich bin jetzt bei meinen letzten Teams ein bisschen davon weggekommen, so wirklich mein Team auf meine Spieler komplett aufzubauen, weil ich auch einfach versuche, wenn ich schon mich für Spiele entscheide, von vornherein zu sagen, so sehe ich das Spiel und so denke ich, kann man langfristig Erfolg haben, weil für kurzfristig eine Season Final spielen, so das glaube ich nicht das Goal, sollte nicht das Ziel sein. Und dementsprechend zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spieler picke, der bis jetzt sich nur durch dein Aiming bewiesen hat, aber noch nicht so viel gutes Decision-Making gezeigt hat, dann versuche ich ihm halt aufzuzeigen, hier, ich versuche dich in Position zu stecken, wo du durch dein Aiming Erfolg haben kannst, aber gleichzeitig musst du auch an diesen Positionen anfangen zu denken. Und das dauert lang. So, ich gehe generell mit der Mentalität an, man wird am Anfang wahrscheinlich nicht direkt gewinnen, wenn man so arbeitet, weil es nicht der leichteste Weg ist, aber meiner Meinung nach halt, wenn man langfristig arbeitet, der sinnvollste Weg, weil wenn jeder langfristig sich progressiv weiter verbessert, dann hat man im Endeffekt das, was man sein möchte, dann hoffentlich irgendwann ein deutsches Top-Team. Und darauf sollte man eigentlich meiner Meinung nach hinarbeiten. Dementsprechend shifte ich inzwischen weg von diesem kurzfristigen Erfolg, sondern versuche auch den Spielern beizubringen, so das denke ich, ist am schlausten. Ich bin sicherlich nicht unfehlbar, ich werde auch falsch liegen bei vielen Sachen und höre mir auch gerne Input von meinen Spielern an und versuche da eine Zusammenarbeit zu finden, aber generell habe ich in letzter Zeit schon für mich so entdeckt, dass es viele Spieler gibt, die nicht bereit sind dazu, aus diesem langen Weg zu gehen, sondern einfach durch Stats, durch alles Mögliche schnell frustriert werden und schnell denken, ey, das ist nicht meine Rolle. Obwohl man, ich als Ingame-Leader dann sehe, hey, du wirst aber die ganze Zeit besser in der Rolle. Das liegt dir doch, du spielst die ganze Zeit von Zeit zu Zeit besser. Und das ist halt ein bisschen schade, aber ich denke, da muss einfach jeder Spieler noch wachsen. Und jeder Spieler halt meiner Meinung nach, wenn ich mit ihm arbeite, halt auch das Mindset, wirklich diese Geduld zu haben, wirklich, er muss damit leben und es akzeptieren. Nicht nur sagen, ja, okay, und dann war es das und nach 3 Monaten ist es nicht mehr so, sondern wirklich, ja, okay, ich committe jetzt langfristig auf dieses Projekt. Ja. Also ich schaue mir auf jeden Fall auch immer sehr gerne erstmal an, so was ich für Spielertyp im Team habe. Also erstmal lieben gerne, wenn ich jetzt ein ganz neues Lineup habe, so wie vielleicht auch bei Attex am Anfang, dann will ich erstmal wirklich sehr Standard spielen und wirklich erstmal schauen, wie sich die Rollen auch so ergeben. Weil ich finde, heutzutage muss eh so gut wie jeder Spieler alles können, so ein bisschen. Und ich finde, du hast selten so jemanden, der ein reiner Entry-Fragger oder sonstiges ist. Und in dem Gefüge von deinem Team musst du auch erstmal rausfinden, wer ist für welche Rolle im Default und so viel besser passend und so. Und ich finde, das entwickelt sich am besten sehr langsam. Und ich mag es halt,
langsam default zu schauen, ja, wie ergeben sich die Spielertypen, welche Spieler spielen vielleicht gerne zusammen, auf welchen Spots oder so. Und das sind halt Sachen, die sich einfach über Zeit ergeben und daran will man sich natürlich trotzdem anpassen. Aber ich denke, trotzdem hat jeder IGL hier seine Eigenheiten, so seine eigenen Sachen, die er gerne spielt. So, ich glaube, jeder von uns hat so trotzdem so einen gewissen eigenen Stil, den man ein bisschen einbaut, aber man orientiert sich natürlich trotzdem an den Spielern. Und das ist auch sehr wichtig. Und ich meine, zum Beispiel Mantu in Teams bei Panthers oder so hat dann noch eine ganz andere Rolle, als jetzt bei Attex hat. So nur als Beispiel. Das ist halt immer so ein bisschen abhängig vom Gefüge und wie alle da im Endeffekt zusammenwirken. So. Ich glaube, was leistungstechnisch so ziemlich das größte Problem ist, ist dieses Langfristige im Endeffekt. Ich meine, da braucht man jetzt nicht irgendwie drum herum reden, aber die deutsche Szene ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass die Lineups so lange halten. Ne? Und dass dann quasi gerade so ein Findungsprozess oder so ein Prozess, dass sich das Team eingespielt hat und jeder weiß, was seine Rolle ist und dass dann mal das ganze Ding zum Laufen kommt und sowas, dass es gerade mal so einigermaßen durch ist und dann wird schon wieder gewechselt. Und ich glaube, also gerade so 3-4 Monate, was so eine Season geht, das ist einfach zu kurz, um da wirklich eine Struktur reinzubekommen. Früher, ich rede immer so gern von früher, es tut mir so leid, ne, aber es rutscht mir immer wieder raus. Aber da ist nächste Mal habe ich eine Show gespielt. Ja, ich verspreche es dir. Da war eine Season halt ein halbes Jahr. Da hast du zumindest mal ein halbes Jahr zusammenspielen müssen und diese 2 Monate mehr, die machen dann im Endeffekt so viel aus und da sind so viele Teams, wo dann gerade auch gegen Ende der Season so irgendwie so den Knoten zum Platzen bekommen haben und dann nochmal hinten raus aus der Season nochmal richtig stark gespielt haben, wo sich dann eigentlich quasi erst herausgestellt hat, dass das Team auch zusammenbleiben möchte. Aber wenn das 2 Monate vorher zu Ende gewesen wäre, hätten die sich auch aufgelöst. So, also das ist ein bisschen kurz, ja. Ist es was ihr euch wünschen würdet? 2 statt 3 Seasons? Ich persönlich finde es gut, ja. Habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ich persönlich denke, um nochmal darauf auf dieses Line-Up-Ding einzusteigen, ich finde, das ist immer so ein gemischtes Gefühl. Also auf der einen Seite verstehe ich, was du meinst und ich finde es auch sehr wichtig, dass man lang zusammenarbeitet und schaut, dass alles klappt, aber oftmals hast du auch so den Fall, dass du zum Beispiel mit dir, vor allem wenn du noch nicht so bekannt bist oder so, Leute ins Team holst, wo du auch wenig Referenz hast so. Und du holst jemanden ins Team und hast keine Ahnung, was du von dem wirklich erwarten kannst. So. Und dann wirst du sehr schnell enttäuscht und du merkst dann, dass der vielleicht gar nicht die Arbeitsbereitschaft hat, so wirklich mitzuarbeiten. Und den Teams ist es natürlich manchmal auch sehr vorteilhaft, dass sie dann eben frühzeitig wechseln können. Weil oftmals entwickelst du dich auch einfach schneller, wenn du halt die Möglichkeit hast, so eine, sag ich mal, so ein Fallobst irgendwie vom Team zu entfernen. Weil ich meine, im Endeffekt ist es sehr schwer, vor allem auf dem niedrigeren Niveau, Leute zu finden, die gleichen Ziele und Ambitionen haben. So. Und ich meine, ich war in so vielen Teams vorher, wo ich wirklich einfach Spieler cutten musste, weil die halt eben nicht gewillt waren, den gleichen Input zu geben oder vielleicht auch talentmäßig nicht annähernd auf dem Level waren, wo wir uns hin entwickelt haben. Und für diese Situation ist es halt, denke ich, trotzdem wichtig, dass du Line-Up-Änderungen vornimmst. Und dafür, denke ich, sind auch 3 Seasons manchmal können diesen Prozess vielleicht auch beschleunigen. Also ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle. Mhm. Trotzdem ist es natürlich lobenswert und auch vorteilhaft, wenn man in der Lage ist, ein Team langfristig oben am Leben zu halten und keine Spiele auszutauschen. Aber es ist halt leider eine Wunschvorstellung und meistens nicht so umsetzbar. Also man hat ja trotzdem 2 Wechselslots, die hast du ja sowieso, das also stimmt, auch während der Season. Also das heißt, man könnte auch bei einer 6-monatigen Season einfach diese 2 Wechselslots nehmen und wenn man halt bei der Line-Up-Bildung mehr als 2-mal, wie du sagst, Fallobst pickt, dann ist das Line-Up im Gesamten ja schon sehr kritisch. Ne? Und ansonsten, ja, jetzt im unteren Bereich gebe ich dir auch absolut recht, aber wenn man so das First-Division-Niveau nimmt, ich meine, es ist schon fast eine Besonderheit, wenn ein deutsches Team quasi nicht wechselt und da auf dem Bereich, das sind ja schon auch jetzt die, Mittelklasse-Teams oder Unterklasse-Teams, die um den Abstieg kämpfen in den First-Division, aber da sind trotzdem die Referenzen da und man weiß eigentlich so ungefähr, was man von einem Spieler hat. Also ich würde auch eher zu 2 Seasons tendieren. Einfach mal, weil ich leider immer in diesem Wechselkarussell beteiligt bin mit meinen Teams und man gerne länger zusammenspielen würde. Oh, aber gleichzeitig auch, wir haben 2 Majors im Jahr und wenn das allgemein so für ganz Counter-Strike so ein System wäre, wo man dann am Ende jeder Season den Major hätte, wo jedes Team sich einfach darauf hinarbeiten kann, das wäre einfach, für mich würde das die ganzen als E-Sport noch spektakulärer machen, wo man einfach sieht, okay, jetzt Astralis spielt 6 Monate und das neue Maus spielt jetzt 6 Monate und dann alle diese Teams und dann kann man wirklich sagen, nach 6 Monaten Arbeit, wenn sie gewechselt haben, kann man wirklich gucken, wie die Teams stehen. Und natürlich hat man auch Wechselslots, falls man, ich sag mal, Härtefälle hat, die man auswechseln muss. Das merke ich mir alles für Artikel, ja die ich schreibe. Fall auf Härtefälle, Gold. Aber, also es gibt halt ein paar No-Gos, die man einfach nicht, da kann man nicht drüber reden. So, wenn die Zielsetzung und wenn du jetzt 4 Spieler hast, die committed sind, die alles geben wollen und wirklich es schaffen wollen und dann 1 Spieler hast, der dann so, ja, heute doch mal lieber kein Prack und so, der einfach alle Leute zurückhält, dann da ist ja kein Wenn oder Aber, dann muss man so jemanden cutten. Aber wenn man
Es gibt halt so Sachen, einfach so No-Gos, da muss man eine Entscheidung treffen, weil man das Team einfach sonst zurückhält. Und es gibt halt so Sachen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand, der eigentlich die ganze Zeit so erträglicher Teammate war, jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen mehr Tilt geht, dann sollte man eher dem Ganzen auf den Grund gehen, warum geht er jetzt gerade Tilt, ja. Anstatt zu sagen, okay, der nervt mich jetzt nur noch raus mit dem. Also man muss halt auch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich denke, overall würden zwei Seasons der ganzen, zumindest der deutschen Szene, auf jeden Fall gut tun, weil was ich in letzter Zeit alles erleben musste, die Leute sind sehr auf den Kopf gefallen, was langfristiges Arbeiten angeht und Erfolgshunger angeht. Also viele Leute kennen es gar nicht mehr, einfach aus dem Nichts zu kommen, für nichts, einfach auch vom Geld her, für nichts einfach alles zu geben und sich wirklich den Erfolg zu erarbeiten. Ich glaube, das kennen viele Spieler, die jetzt neu, die jetzt durch, keine Ahnung, Face jetzt sich hochgrinden, die denken so, ich spiele jetzt die ganze Zeit und zack, jetzt bin ich hier im guten Team reingepickt worden. So, dass man hat ein ganz anderes Mindset. Und ich denke, das würde der deutschen Szene auf jeden Fall gut tun, wenn wir einfach nur dieses Wechseln ein bisschen verhindern würden. Das wäre mit zwei Seasons schon gemacht. Ja, bei der Argumentation würde ich auf jeden Fall zustimmen. So, also klar, im Optimalfall wäre das so wirklich, also wie du es gerade geschildert hast, und natürlich im Optimalfall wäre es halt aber auch so, dass diese Seasons wirklich eingeteilt sind und mit der internationalen Season auch so aligned wären. Aber das Problem ist ja erstes Jahr, du hast ja alles drunter und drüber und dann willst du mal Urlaub machen, aber nee, du hast ja noch ESEA und... Urlaub ist so schlimm. Ich meine nur so, es ist halt einfach sehr schwer in CS, weil einfach alles drunter und drüber läuft und du so viele Turniere hast, ist alles so zu regeln. Aber klar, mit der Argumentation würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das wäre im Optimalfall perfekt. Und wie du schon gesagt hast, sind so viele Spieler heutzutage, die es halt gar nicht, heutzutage, die es halt nicht mehr raffen irgendwie, wie schwer es eigentlich ist, sich hochzuarbeiten. So, die kommen dann in ein Team rein und denken, ja, das ist selbstverständlich so. Ja, das zu unterbinden wäre schon ganz cool. Ich weiß halt nicht, ob die Zeitspanne wirklich das Problem ist, sondern eher die deutsche Mentalität ist eher so das Problem. Also oft hat man nach ein paar Monaten, dass die Leute sich, sage ich mal, gegenseitig ein bisschen auf der Nase rumtanzen und sich Probleme ergeben haben, auch zwischenmenschlich im Team. Und viele Leute einfach gar nicht bereit sind, sage ich mal, das wie in einer Art Beziehung irgendwie auszuarbeiten und miteinander klarzukommen und einfach das Ganze wieder zum Laufen zu bringen, sondern die sagen dann lieber, okay, dann haue ich halt hier ab. Und um jetzt auf iCuts das zu beziehen, wenn jetzt ein Team aus der Flautephase, sage ich mal, durch die zwei extra Monate, dann am Ende noch die Kurve kriegt und dann zusammenbleibt, ist das für mich kein Team, was dauerhaft Bestand hat, sondern das ist ein Team, die nur durch den Erfolg dann im Endeffekt zusammenbleiben und nicht, weil sie wirklich zusammenbleiben wollten. Weil eigentlich wollten sie sich ja quasi dann schon auflösen und das ist halt wirklich alles innerhalb dieser, eigentlich alles im Kopf. Wenn man sich da wirklich mehr miteinander arrangieren kann und einfach sagt, ey, vom Skill her passen die Leute hier gut zusammen, das Team an sich läuft, auch wenn die Resultate vielleicht nicht so gut sind, aber ich habe jetzt mit dem und dem das Problem, aber das ist ein Problem, das kann ich lösen. Das ist kein Problem, wo ich sage, ey, mit dem kann ich nie wieder zusammenarbeiten, ich kann den nicht mehr ertragen. Sondern das müssen alles Probleme sein, wo man sagt, ey, das kann man ausarbeiten. Was ich noch sagen wollte, auch noch eine Sache, was ich gerne einfach mal sagen würde, weil ich jetzt eine Plattform habe, dass auch Spieler das verstehen. Man ist auch genauso toxic, wenn man die ganze Zeit nichts sagt. Wenn man sich die ganze Zeit einfach alles in sich reinfresst und alles, da gibt es auch viel zu viele Leute, die einfach die ganze Zeit nichts sagen. Und dann nach drei Monaten, ey, ich habe keinen Bock mehr, das Team bockt mich nicht an. So, sag doch irgendwas so, warum bockt sich nicht an? Ja, meine Rolle gefällt mir nicht. Sag doch irgendwas so. Ja. Man will doch zusammenarbeiten. Wenn die Leute die ganze Zeit einfach nichts sagen, das ist genauso schlimm, wie wenn einer durchgehend reinflammt. Jetzt haben wir also über Spieler geredet, die falsche Mentalität haben und wir wollen hier niemanden unter den Bus werfen, deswegen nennen wir keine Negativbeispiele, aber ich würde gerne Positivbeispiele wissen. Was sind Spieler, mit denen ihr zusammengespielt habt oder die, sage ich mal, unter euch gespielt habt als Ingame-Leader, wo ihr sagen würdet, wow, die hatten eine klasse Mentalität, die waren so coachable, würde man im Englischen sagen, die haben zugehört, die haben sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Ihr habt ja auch teilweise schon mit den gleichen Leuten zusammengespielt, vielleicht kommt er ja... Den lustigsten, weil ich habe mit ihm in CSGO gespielt, Eika mit ihm in 1.6, Freeman. Drei Mann. Würde ich jedes Mal lieben gerne noch im Team spielen. Aimt wie ein Elefant, aber ein super Typ. Ja, er ist ehrlich. Also zwischenmenschlich und die Mentalität, die er hat, einer der besten Teammates, die ich jemals haben werde. So. Und sonst Johnny, obwohl er gerne mal öffentlich sich anders zeigt, aber als Teammate auch jemand, mit dem ich immer wieder gerne spielen würde. Also ich sag mal, die Spielertypen dafür müssen auch eine gewisse Loyalität haben. Also bei mir in der Vergangenheit zum Beispiel Kirby, mit dem ich auch jetzt noch zusammenspiele, mit dem habe ich schon so oft zusammengespielt und egal wie oft man Sachen, sag ich mal, in ihn reinprügelt, der nimmt das auch immer noch an und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass die Leute das einfach auch annehmen. Und gut, Entwicklungsprozess ist jetzt bei jedem ein bisschen anders, je nachdem wie talentiert man ist oder wie gut man das auch aufnehmen kann. Aber es gibt einfach so Leute halt, die müssen einfach auf Dauer, sag ich mal, kritikfähig sein, eine gewisse Loyalität zu dem Team oder zu bestimmten Beziehungspersonen bilden und dann klappt das eigentlich auch.
Ja, ich kann bei mir, ich komme eher aus der internationalen Szene, würde ich so behaupten. Und ich spiele natürlich schon sehr lange mit Manto zusammen. Und das hat auch natürlich auch einen Grund. Und bei ihm ist es halt so, diese Mentalität, die, glaube ich, auch bei vielen verloren geht, ist halt, wenn es dann mal schlecht läuft in schlechten Phasen, dann ist immer so Fingerzeigen so. Ja, du machst das und das falsch. Aber bei ihm ist es so zum Beispiel, er hinterfragt erstmal, was macht er falsch so. Und ich glaube, diese Mentalität ist auch sehr gut. Anstatt immer direkt zu gucken, ja, der kann nicht mehr im Team bleiben, der verkackt immer alles oder was weiß ich, guckt er erstmal auf sich selbst so und schaut, ja, vielleicht bin ich ja schuld oder was mache ich falsch. Und ich glaube, diese Mentalität bringt einen weiter, vor allem auch langfristig. Dann hast du dieses toxische Klima im Team und so weiter nicht. Und ansonsten noch Slacks, muss ich sagen, bei uns. Der war ja, sag ich mal, noch niemand, sag ich mal, bevor er zu ATEX kam. Oder hat erst eine Season bei Berserk oder so gespielt gehabt. Und er war noch sehr unerfahren und war aber super lernwillig. Und ich finde, er hat auch eine super krasse Lernkurve einfach gemacht. So. Und man hat einfach in der Mentalität gemerkt, dass er wirklich immer zuhört und auch lernen will und sich auch unterordnet. Und ich finde bei ihm, wie gesagt, ist so ein Positivbeispiel, wo man einfach wirklich eine Lernkurve sieht, die einfach enorm steil war, was ich noch nie bei jemand anderem, glaube ich, gesehen hatte. So. Also ich muss sagen, ich bin da wie Kazuya auch. Also Loyalität ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Bei uns ist es so, dass, also ich muss mein Team wirklich loben, was den Punkt angeht. Also es ist ein sehr, sehr loyales Team. Ein Team, was sehr, sehr gut auch mit Niederlagen umgeht. Also wir können auch, wenn wir zum Beispiel, was ich, Ezea spielen oder sowas, das sehen wir als Prack an. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann kommt der nächste Prack. Oder teilweise auch, wenn es die Zeit zulässt, tun wir auch noch nach den ESL-Meisterschaftsspielen noch weiter Pracken, auch wenn sie verloren gingen und sowas. Und das sind schon sehr, sehr gute Eigenschaften, was die Jungs haben. Und ansonsten, wenn ich jetzt all over, mit dem ich jemals gespielt habe, den Spieler nennen müsste, der vorbildlichste ist, dann würde ich, vielleicht kennt noch Kazuya den Müs, den Christopher Seidemann, der auch mal bei SK Gaming, bei Elusas gespielt hat und alles mögliche. Mit dem habe ich, glaube ich, 4 Seasons zusammengespielt. Das war so damals so ein YDK-Core-Member quasi, der immer mit mir zusammengeblieben ist. Und der war so unglaublich komplett auch einfach. Also der konnte alles machen, der hätte Ingame-Leader machen können, der hätte AWP spielen können, eine Super Rifle, da war einfach, das ist der ist nicht so bekannt in Deutschland, aber da war meiner Meinung nach einer der besten deutschen Counter-Strike-Spieler, die es jemals gab, einfach weil er so unglaublich komplett war. Er ist nur nie in irgendeiner Rolle einfach herausgestochen, weswegen der dann irgendwo so ein bisschen untergegangen ist, aber das war wirklich ein toller Spieler. Ja, wenn mir noch einfällt, würde ich auch noch gerne sagen, Chris K., mit dem ich jetzt zusammen spiele, der hat in der Vergangenheit auch viel leiden müssen von so Leuten, die gerne mal mit dem Finger gezeigt haben, wie das denn gesagt hat. Aber ist auch jemand, mit dem ich immer wieder gerne im Team spiele. Also einfach von der Arbeitsmoral her und wie er ist als Mensch und wie er versucht, Probleme anzugehen. Er ist immer jemanden, den man im Team gebrauchen kann, weil er einfach auch die Leute versucht zu motivieren, über ihre Probleme zu reden. Und einfach, er hat so seinen Charakter, geht auch gerne mal tilt, aber er ist so kein Mensch, der jemals das Team irgendwie zurückhalten würde, auf alle möglichen Art und Weise, was Arbeitsmoral oder auch intern angeht, wie man miteinander redet, sondern versucht immer auf das Bestmögliche hinzuarbeiten. An der Stelle kann ich vielleicht noch Crispy loben. Mit dem habe ich ja jetzt auch schon gefühlte tausende Seasons hinter mir. Und wir hatten sowohl sehr krasse Teams als auch schlechte Teams. Also das war immer ein Mischmatch oder auch ein Entwicklungsprozess. Also gerade auch bei Alternate dann zum Beispiel. Und ja, also wir haben auch unsere Macken und so, aber wir sind auch beide immer sehr dahinter, quasi die Probleme zu lösen, egal in welchem Team wir waren. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig dafür gewesen, dass die Teams, die bei uns gut liefen, im Endeffekt dann auch gut liefen. Mhm. Gut, dann haben wir die Lobrunde kurz beendet. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen weinen. Und zwar habt ihr ja vorhin schon alle gesagt, ihr steckt super viel Arbeit in die ganze Nummer und wahrscheinlich auch teilweise mehr als eure Teammates. Wie viel individuelle Leistung geht drauf, wenn man Ingame-Leader ist? Wie viel, ja, besser könnte man spielen, wenn man es nicht wäre? Ich glaube, das kommt immer darauf an, was dann für ein IGL ist. So. Also ich glaube, es gibt viele IGLs, die halt sehr Micromanage-heavy sind, die halt wirklich eigentlich nur dazu da sind, dass sie mitdenken. Und die sich halt auch sehr oft in Opferrollen persönlich stecken, so einfach. Und dann gibt es IGLs wie, die es, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch vielleicht Tabs jetzt bei Big, so, die halt einfach doch nochmal anders von der Mentalität her sind und die halt einen anderen Einfluss haben und die vielleicht noch ein bisschen Hilfe von anderen Mitspielern bekommen, ja, bei Midround-Calling oder so. Und ich finde, da muss man mal differenzieren. Ich finde, IGL kannst du immer nicht über einen Kamm scheren. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, was man für ein Typ ist. Und ja, das denke ich, ist der größte Punkt auf jeden Fall. Also ich habe, Entschuldigung, also ich habe jetzt diesen Kontrast, weil ich ja auch, ich glaube, ihr seid alle durchgehend jetzt Ingame-Leader gewesen, nicht? Was mal? Nee, ich habe mal 2 Seasons nicht angefangen. Echt? Okay, ich dachte, ihr seid durchgehend. Aber bei mir war es auf jeden Fall so die Season bei den Playing Ducks, wo ich jetzt mal rein Stats, jetzt einfach nur Stats, ohne dass das jetzt irgendwie eine Wertung bekommt oder so, einfach nur die Zahlen. Da war ich bei der Season, wo ich Ingame-Leader war ich von den Frags her letzter im Team.
Also ESL-Meisterschaft macht ja immer schön die Stats. Und jetzt in der Season, jetzt wo ich jetzt kein In-Game-Leader bin, war ich Platz 1 overall von den Fragsack quasi, also von allen Teams. Also ich habe nichts mehr gehittet, als ich In-Game-Leader war. Ich glaube, ich habe es ganz okay gemacht, aber ich war quasi vom Server verschwunden. Ja, also das war mir ganz extrem. Kommt sehr darauf an, ob einem das so natural-mäßig liegt. Also gerade wenn man zum Beispiel Micromanagement sehr heavy callt, muss einem das liegen, einfach viel zu reden und gleichzeitig auch noch spielen zu können. Mhm. Und das kann halt nicht jeder. Also ich zum Beispiel bin auch lieber, dass ich im Vorfeld alles plane, sage ich mal, sehr detailliert die Sachen durchgesprochen habe und quasi nur Keywörter einwerfen muss und mich auch auf mein eigenes Spiel konzentrieren kann, weil man sonst so wirklich in so einen Tunnel kommt, wie ich das eben schon mal meinte, vor allem wenn dann Zwischenfragen kommen und sonst was, man kann sich dann gar nicht mehr auf sein Spiel konzentrieren. Also wie sollte man auch, während man darüber nachdenkt und den gleichzeitig jemand anderen callt, was er gerade zu tun hat, wenn dann irgendjemand um eine Ecke kommt, wie soll man dann anständig darauf reagieren? Also man hat einfach den Fokus gar nicht mehr. Aber wenn man natürlich... ja, so wie Jude das auch schon meinte, je nach In-Game-Leader-Rolle, wenn man halt auch gar nicht so viel redet oder vielleicht auch die Position hat, zum Beispiel wie Nico eine Zeit lang bei Face zum Beispiel gecallt hat oder früher bei Maus sogar, wo er aus dem Lurk gecallt hat und im Prinzip immer gesagt hat, von wegen, ja, lasst mich arbeiten, ihr geht da und dahin und wartet darauf, was passiert, und er im Prinzip nur den Startschuss sozusagen gecallt hat. Da hat er sich komplett auf sein Spiel fokussieren können. Er hat immer nur im Vorfeld, sage ich mal, eine Richtung vorgeben können, aber das war nicht diese typische In-Game-Leader-Rolle, wie wir als Deutsche uns das, sage ich mal, vorstellen, weil wir uns das ja doch halt wirklich so, ja, gewissermaßen Aufopferung fürs Team und alles so ein bisschen managen und dann geht da wirklich viel verloren. Also ich kann da für mich persönlich sagen, ich hatte ja 2016 hatte ich Fab Games Organics mit David K., Felser, Freeman, und mit David K. und Felser habe ich dann bis 2017 noch zusammengespielt und es war so, dass ich mich von vornherein ein bisschen in eine Lurk-Rolle gesteckt habe, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die dann wirklich in der Lage waren, sich selbst zu koordinieren, und das war dann auch progressiv, hat man gemerkt, wie ich dann individuell auch besser wurde. Mhm. Gegen Ende dann von dem Team war ich dann einfach fast permanent immer oben im Scoreboard, also ich konnte einfach nur mein Ding spielen und halt auch gleichzeitig auch noch Threats callen, die dann vielleicht auch ein bisschen auf mich aufgebaut waren, aber generell in Threats, wo jeder auch inzwischen wusste, nach so langer Zeit, wir haben dann halt wirklich im Dreierkern mehr als ein Jahr zusammengespielt, wo jeder ein bisschen, jeder wusste, wie ich das will, wie das funktionieren soll, und da habe ich dann schon gemerkt, okay, da lief es richtig gut. Dann habe ich danach die Season mit Zeiken, Light, Johnny und Stavros gespielt und dann habe ich nicht gecallt. Einfach weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wollte, aufgrund einer unglücklichen Season mit Maki, um es mal so zu sagen. Und dann halt, keine Ahnung, da lief es auch übertrieben gut für mich individuell. Und dann bin ich zu Device mit Alex R., Patrick Rigon und sonst was und Light. Und dann hatte ich plötzlich zwei neue Talente, denen ich quasi helfen musste zu fraggen. Und dann auch seitdem ist es schwer, wieder ranzukommen zu dem Level, wo ich da halt die Season davor war. Weil ich einfach inzwischen mich dann jetzt mehr in der Rolle gefunden habe, wo ich andere Leute supporte oder generell mehr micromanage. Und ich denke, es auf jeden Fall macht schon einen riesen Unterschied, wo man sich selbst als Inge lieber positioniert. Und es hilft auf jeden Fall nicht zu callen, was die Performance angeht. Ja. Ich denke auch, die Zeit spielt eine Rolle. Also so wie du das jetzt schon meintest, wenn man länger zusammen spielt und sich so viele Routinen gebildet haben und man im Prinzip gar nicht mehr, sag ich mal, so viel drüber nachdenkt, sondern nur noch über einzelne Sachen und der Rest fast schon routiniert runterläuft, dann kann man sich wieder viel mehr auf sich selbst fokussieren und ja, dann läuft man selber besser und dann läuft das Team insgesamt auch besser, was halt mitwirkt in diesem längeren Entwicklungsprozess. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich genauso auch erlebt. Wenn du erstmal ein neues Team hast, dann ist es erstmal am allerschwersten, so als IGL-Call zu machen. So, du musst so viele Sachen nachdenken und überlegen und einwerfen und Mini-Calls machen. Und ich bin halt auch so ein IGL, dass ich sehr viel micromanage und sehr viel diese Aufopferungsrolle spiele, weil ich doch gar nicht anders kann. Ich habe es mir selbst so angeeignet und ich habe nicht wie ihr habt andere Rollen vielleicht mal gespielt, aber ich war immer IGL und ich komme da auch gar nicht mehr raus. So. Wir haben mal probiert, so die Rollen ein bisschen umzuändern, irgendwie so. Irgendwie auch vielleicht diesen Lurk-IGL zu machen ein bisschen mehr, aber es fällt mir sehr schwer, weil ich einfach diesen Spielstil habe. Ich denke einfach nur noch für meine Teammates so ein bisschen. Und deswegen, ich bin halt so in diese Rolle reingerutscht und wird wahrscheinlich auch so bleiben, bis ich meine Karriere aufhöre. Also was ja schon angesprochen wurde, ich glaube, es kommt auch sehr viel auf den Stil an einfach. Ne? Es gibt Stile, auch wo In-Game-Leader, wie du auch gerade eben gemeint hast, sich selbst auch ein bisschen in Szene setzen, dann so wie bei Fab Games bei dir. Ich denke, das war auch der Andi, mit dem du ja zusammenspielst, der hat ja auch bei den Blue Jays damals gecallt gehabt. Ne? Und das war ja auch ein Spielstil, wo er auch das Team ein bisschen... ich sage jetzt mal, für sich spielen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, ne, und da hat er auch sehr, sehr gut performt und das Team hat ja auch sehr, sehr gut gespielt gehabt und alles mögliche. Das heißt also, da kommt schon
ein bisschen auch auf den Stil an, ne? wie der Ingame-Leader das macht. So, bei mir war es dann halt auch so, ich habe dann auch versucht, alles zu managen und hier und da und du gehst jetzt mal da lang und sowas. Und dann, wie Kazuya das meinte, dann ist der Fokus, wenn dein Gegner um die Ecke geht. Ich bin halt ein Free-Frag, der da so eine Zielscheibe, die halt durch die Map läuft und redet oder so, ja. Also gerade bei diesem Andi-Beispiel, ich denke aber nochmal, als AWP ist das was ganz anderes, weil als AWP hast du sowieso die Rolle, wo du eigentlich auch fraggen solltest. Und wenn du als AWP ansagst, selbst wenn du, ich meine, was bei Andi bei Blue Jays gemacht hat, was ich ein bisschen weiß, weil ich mit ihm geredet habe und aber auch einfach auf die Demos gesehen habe, er hat einfach so wirkliche Standard-Goes so auf den Maps genommen, gute Goes, und er hat dann einfach die AWP-Rollen gespielt und die sind dann halt einfach schon gut. Wenn man die Goes von den Teams laut, von Astralis, Liquid, keine Ahnung, dann die AWPs haben meistens gute Rollen. Und dann, deswegen war es jetzt, also natürlich hat er ein bisschen auf sich herum aufgebaut, aber gleichzeitig hat er auch einfach halt weiterhin die AWP gespielt und angesagt. Hm. Wünscht ihr euch manchmal Urlaub vom IGL-Sein? Also manchmal auch einfach wie eure Mad Fragger? Also ich glaube, ich kann da als erstes antworten. Ich spiele ja jetzt so oft und so lange schon mit Chris zusammen. Wir wechseln das immer mal wieder. Also ich sag mal so im Durchschnitt aufs Jahr bezogen würde ich jetzt sagen, er callt so 3 Monate und ich 9 ungefähr. Mhm. So dass man immer mal wieder eine Pause hat, so ein bisschen auf zu sich selbst finden kann, sage ich mal, vom individuellen Skill und einfach mal eine Pause hat, vielleicht neue Denkansichten, die Meta hat sich vielleicht anders entwickelt und er hat die anders aufgefasst zum Beispiel als ich oder er hat einen ganz anderen Eindruck bekommen, weil er halt nicht gecallt hat, so dass sich das so ein bisschen ausgleicht und ja, sonst ist es allgemein einfach sehr zeitintensiv und anstrengend und ich glaube, da wünscht sich jeder mal eine Pause. Ich habe ja aktuell Urlaub vom IGLing, also kann ich es kurz halten, ja, das Wort weitergeben. Also ich wünsche mir auf jeden Fall eine Pause, gerade durch dieses ganze Wechselkarussell, weil das heißt dann auch immer alle 3 Monate Neuanfang, Neuanfang, Neuanfang. Und ich kann meine eigenen Sätze schon selbst nicht mehr hören, weil es ist einfach so, ich wiederhole mich auch die ganze Zeit. Das ist ja, Counter-Strike ändert sich ja nicht unbedingt. Und das dementsprechend, ich auf jeden Fall würde ich es mal genießen, nicht mehr zu callen. Denke auch, dass ich sehr gut machen könnte, aber halt den Luxus hat man in Deutschland nicht. Und dadurch, dass man callt und da die ganze Zeit individuell vielleicht gar nicht so gut performt, haben die Leute auch einfach keinen auf dem Schirm. Also ich denke, jetzt kein ambitioniertes deutsches Team würde sagen, ja, Skrunk picken wir jetzt als Lurker, wenn man auf meine Stats der letzten Monate schaut. Aber gleichzeitig denke ich halt, ich könnte das gut machen. Nur man ist da ein bisschen im Teufelskreis drin, dass man auch kaum rauskommt. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall, kann ich nur zustimmen. Bei mir ist glaube ich so, ich wünsche mir auch gerne mal so, es wäre eigentlich voll cool, wenn ich heute im Training einfach nur fraggen könnte. So denke ich auch so, es wäre bestimmt eine coole Rolle. So. Ja. Aber im Endeffekt bin ich auch in der Rolle, weil ich es halt wollte. Und ich denke mir dann auch immer, ich würde mir trotzdem die Führung an mich reißen, wieder so ein bisschen, weil ich einfach so ein Typ bin. Ich möchte einfach so das Wort im Team haben und ich habe einfach so das in mir so ein bisschen das Captain sein. Und deswegen bin ich halt auch IGL geworden, weil ich halt eben dieses, weil es mir halt eben liegt und ich denke, dass es mir nach einer Weile fehlen würde und ich glaube schon, dass ich mich eher als IGL komplett sehen würde. Aber nichtsdestotrotz wünscht sich jeder einfach mal eine Pause, glaube ich. So, ist halt einfach. Es ist auch einfach bei jedem Job, egal welchen Job das man tut, völlig egal. Wenn es immer das Gleiche ist, wünscht man sich immer mal eine Abwechslung. Und das ist beim Ingame-Leader einfach genau das Gleiche. Wenn du einfach eine ganze Season, 2 Seasons, 3 Seasons, 4 Seasons Ingame-Leader bist, dann sagst du einfach, jetzt will ich auch mal einen Monat oder 2 das nicht machen müssen. Ja. Ich denke, nee, mach du erst. Also ich glaube auch, meistens hat man einfach auch nicht den Luxus, also wie ich es jetzt zum Beispiel habe, dass man einen zweiten Ingame-Leader im Team hat, wo man dann auch mit Vertrauen, sage ich mal, die Rolle abgeben kann. Also wir haben das auch in der Vergangenheit öfter mal probiert, dass andere Leute gecallt haben und innerhalb von wenigen Tagen eigentlich wurde das automatisch wieder so an sich gerissen, weil es einfach nicht so gut lief. Man selber auch das Gefühl hatte, dass die Führung viel schlechter geworden ist und alles, also da kommt man nicht so raus. Also wenn man da wirklich hintersteht und auch so viel Erfahrung gesammelt hat, sage ich mal, als Ingame-Leader, dann kann man sich nicht wirklich so davon distanzieren. Also man bleibt mindestens, sage ich mal, immer die zweite Geige, die mit ein bisschen reincallt und man kann sich da nicht wirklich von trennen. Ja, also an das Callen bei anderen Leuten kann ich mich noch erinnern, bei euch, da wurden abgesprochene B-Rushes gespielt. Ansonsten, was ich noch sagen wollte, Astralis hat mal in einem Interview gesagt, das ist eigentlich ein cooler Approach, dass Sonic teilweise in den Prax callt, damit Glaive sich einfach aufs individuelle Performance so konzentrieren kann. Das ist echt cool. Und das ist halt auch eigentlich was Cooles. Ich weiß nicht, inwiefern das sich dann in so das Match übersetzt, so was wir dort machen, aber an sich ist eigentlich ganz cool, wenn man so seine Stretch spielt, dass dann einfach in den Prax der Ingame-Leader einfach sich auch mal auf seine Rollen konzentrieren kann. Das finde ich zumindest einen sehr, sehr guten Approach. Aber die haben ja sowieso gezeigt, dass sie sehr, sehr gute neue Wege gehen mit ihrem Lineup. Da brauchst du aber auch einen entsprechenden Coach dafür, der das dann so entsprechend drauf hat. Und das ist schon was, es gibt es mit Sicherheit in Deutschland, aber es ist mit Sicherheit selten, weil ein Sonic, der mal im besten Team der Welt gespielt hat, als Ingame-Leader in der Vergangenheit, ich meine, da hättest du in Deutschland eigentlich nur Gobe, der da
und wahrscheinlich auch nur im Ansatz mithalten. Ja, gehört das jetzt frei, ihr könnt euch den besorgen. Das Einzige, was mir noch einfällt, was wir ab und zu mal probiert haben, ist, dass wir dann in manchen Prax zum Beispiel sagen, dass wir jetzt komplett Default nur spielen, nichts anderes, keine Midrun-Calls von mir und dass jeder Spieler so ein bisschen mehr von sich alleine herauskommt und vielleicht auch mal sich ein bisschen mehr einbringt, so, weil das schult auf der einen Seite die und das schult auch mich, dass ich ein bisschen mehr meinen Freiraum wieder erkenne und schaue, was ich so in meiner individuellen Perspektive machen kann. Und das ist mir halt wichtig, weil ich sehr viel micromanage und in dem Moment sind sie halt auf sich allein gestellt. Und das ist halt auch wichtig, dass jeder Spieler natürlich trotzdem weiß, was er wann und wann zu tun hat. Und das war so ein Approach, den wir ab und zu mal eingehen. Aber ob es hilfreich ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich finde das eigentlich aber ganz gut, weil sonst ist man auch immer, gerade wenn man viel Micromanagement macht, ist man sehr abhängig davon, dass der Caller in den Games immer funktioniert. Wenn die Leute selber quasi kaum Freiraum haben und immer nur das diktiert kriegen, was sie jetzt spielen sollen, wie schnell sie was anspielen sollen, wie sie es anspielen, dann ist man, was Fehler angeht, sage ich mal, oder gerade wenn Gegner sich gut auf einen vorbereiten, ist man sehr readbar, weil halt eben nicht fünf Variablen gegen einen spielen, sondern eigentlich nur einer. Und das ist auf jeden Fall schon effektiv, halt, wenn die Leute auch allgemein einfach mehr Verständnis für das Spiel haben und mehr wissen, was können sie an die Position spielen und was ist für uns hilfreich und was sollte ich vielleicht lassen. Ist ja doch einfach unmöglich, jeden Spieler darauf zu micromanagen. Du kannst ja nicht jede Perspektive sehen, daher auf jeden Fall, jeder Spieler muss einfach wissen, was er wann und zu tun hat. So. Das ist einfach vorausgesetzt auf einem hohen Niveau, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dieses Standardspielen und einfach andere Leute mal die Calls machen lassen oder generell das ganze Team die Calls machen lassen, ist sehr, sehr gut. Was ich gerne machen würde, wenn man die Zeit hätte, die man leider nicht hat, einfach mal so es aufteilen, ey, du callst jetzt mal eine Woche, du callst jetzt mal eine Woche. Nicht, weil man es ändern möchte, sondern ich denke persönlich, dass jeder Spieler einfach so viel mehr Verständnis für das Game entwickelt, wenn er mal callen muss, wenn er sich wirklich mal Gedanken machen muss für 30 Runden pro Prag, für mehrere Tage lang, weil es einfach, also es gibt einem so, so viel, zum Beispiel die eine Season, wo ich da nicht gecallt habe, hat Zeigen gecallt und dann habe ich wieder mit ihm gespielt und man hat einfach so viel gemerkt, dass er, was er alles gelernt hat in der Season, wo er gecallt hat, das war halt, vorher war es halt so einfach ein Umschießer und dann war es jemand, der immer noch gut umschießt, aber halt sehr, sehr viel mit Köpfchen macht und ich denke halt, dass das wäre halt auch ein sehr, sehr schöner Approach, wo man selbst ein bisschen Freizeit hat, aber gleichzeitig auch einfach die Teammates sich individuell nochmal steigern können. Darf ich noch? Ja. Ich brauche kurz einen Satz dazwischen. Ja. Bei dem Approach lernen die Leute vor allen Dingen die Tücken des Ingame-Leaders, sage ich mal, kennen. Und wir merken dann zum Beispiel, ey, wie nervig ist das eigentlich, wenn die Leute immer dazwischen reden oder nicht zuhören. So Kleinigkeiten eigentlich, wo die ja dann aber viel mehr Verständnis für haben hinterher. Ja. Fuck! Genau das wollte ich sagen. Gut. Wir müssen jetzt sowieso langsam zum Ende kommen, aber weil es ja auch manchmal ein undankbarer Job ist, möchte ich euch jetzt hier nochmal die Chance geben, ein bisschen zu prahlen oder euch an was Schönes zurückzuerinnern. Was war der sickeste Call, an den ihr euch in eurer Karriere erinnern könnt? Ich habe vorhin bei dir angefangen, jetzt fange ich mal bei du an. Gottes Willen. Das ist eine sehr gute Frage. Hat jemand einen? Dann fangen wir bei dem an. Ich habe eine ESL-Meisterschaft gegen Big damals noch, stand 14-14 auf Train. Wir hatten eine Eco und wir haben sie irgendwie die ganze Zeit am KG outplayed und wir haben das dann so gemacht, dass ich Stavros im KG abgestellt hatte und wusste, dass immer Keith irgendwo mit der AWP große Rampe zieht, irgendwo, und wir wussten, dass Tapsen irgendwo am B am Spot steht und dementsprechend einfach mit einer Flash große Rampe ausexplodiert, Tapsen irgendwie, er hat leider low gespielt in der Runde, war halt auch irgendwie Gold, obwohl er gar nicht Gold sein sollte und weil man eine Eco verlierst du ja dann meistens trotzdem auf Train im B-Retake. Aber dadurch, dass wir Stavros noch im Lurk hatten, das hat dann alles perfekt geklappt und wir haben das Game noch gewonnen. Und ich weiß noch, es war für uns alle zu dem Zeitpunkt, damals war ja Big schon in Deutschland die Nummer 1, die dann ja auch in der Season ausgestiegen sind, die das dann leider gegen mich gewonnen hat. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment. Und so, ich wüsste, hätten wir die Runde irgendwie anders gespielt, hätten wir es wahrscheinlich nicht geholt. Und da kann ich sehr stolz drauf zurückblicken. Also ich habe zwei Dinge, die sind aber ein bisschen abstrakter. Also das eine ist jetzt letzte Season gewesen. Hast du einen kurzen, so ewig viel Zeit haben wir nicht. Ach, scheiße. Scheiße. Okay, dann mache ich den ganz kurz. Eine ESWC 2009 in Leipzig auf der Gamescom war der Schrei-Rush auf B, auf das 2. Und zwar ist man genau gegenüber voneinander gehockt und damals war nicht so mit Noise-Gate und sowas. Und dann haben wir so laut geschrien, dass die Gegner quasi die ganze Zeit das Geschrei in ihren eigenen Ohrmuscheln hatten von uns und die haben nicht mehr miteinander reden können und dann sind wir auf B gerusht, das war mal mein Call. Haben wir geholt, die Runde. Cool. Bei uns war es wahrscheinlich mit Auronix die erste Season, wo Sprout auf den Finals war. Da haben wir gegen sie Train gespielt und wir wussten einfach, dass Taubi sich extrem gut auf uns vorbereitet hat und dementsprechend habe ich quasi fast alles als Fake gecallt, was wir normalerweise spielen und wir haben komplett darauf quasi, also ich habe komplett darauf gecallt, dass sie uns anti-stratten oder auf bestimmte Granaten reagieren und das ging auch perfekt auf. Wir haben, glaube ich, 12 T-Runden geholt auf Train und die wussten jede Runde überhaupt nicht mehr, was mit ihnen passiert.
Ja, für mich war es, glaube ich, gegen Sprout jetzt die Finals die letzten. Ich habe kein konkretes Beispiel, aber es war das ganze Game auch wie bei dir ähnlich. Was ich so das befriedigendste Gefühl als IGL empfinde, ist halt, wenn man neue Taktiken on the fly erfindet, mehr oder weniger, und die dann so wirklich komplett aufgehen. So. Und da gab es auch ein paar Momente gegen Sprout, auf das 2 vor allem, wo man dann halt so leicht Taktiken irgendwie ändert und es auf einmal mega Sinn ergibt. So, das ist einfach so eine super Genugtuung. So. Ich erinnere mich nicht perfekt genau an die Situation, aber es waren viele Runden, vor allem letzte Finals. Alles klar, damit kommen wir jetzt hier zum Ende. Hat mich gefreut, dass ihr alle da wart, hat mich so gefreut, dass es so schön funktioniert hat und ein schönes Gespräch entstanden ist und ihr aufeinander eingegangen seid. Und es war auf jeden Fall eine der interessantesten Folgen jetzt schon des 99 Pots, wie ich finde. Viel Spaß beim Angucken, folgt uns auf Spotify, YouTube und auch auf iTunes könnt ihr den Podcast hören, 99 Pot. Vielen Dank nochmal, dass ihr alle da wart. Vielen Dank an AMD, unseren Sponsor, und wir sehen uns beim nächsten Mal.